Nee. Nee. Kleiner Tipp, nehmt euch einen Kaffee parat oder so. Das kann dauern. Nee. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum ersten Kochvideo in Luxemburg. Ja, das kommt irgendwann. So, also, ich habe hier das Rezept. Du kannst das Rezept aufklappen und ich habe noch eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Beim Tippen ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen und die ganzen Zutaten wurden durch ein einfaches X ersetzt. Das heißt, du siehst den Titel vom Rezept und du musst jetzt halt erraten, was du brauchst. Okay, also, wir machen Kartoffelpuffer mit Käse und Speck und dann steht in Schriftgröße 1,5, nur ohne Käse und ohne Speck. Wow! Okay, halbes Kilo X, halb große X, 125 Gramm X und 125 Gramm X, 2 X, Salz und Pfeffer und Öl. Also, er hat mir schon mal einen Pack von hier mitgebracht. Also ich hätte ja gesagt, das ist eine halb große Kartoffel. Was suchst du? Was zum Wiegen. Okay, ja, wenn du schon da hinguckst, dann gehe ich mal nach. Nee. Nee? Eieiei. Da ist ein Töpfchen drin, das weiß ich nicht, da ist nichts drin. Und es ist bereits an der Stelle, nach unfassbaren 40 Sekunden, wo ich mir gedacht habe, oh je, das kann ja was werden. Das ist schon mal lang. Ja, ein Thermomix habt ihr bestimmt auch nicht. Nee. So. Das ist ein halbes Kilo X. Willst du nicht da auf der Waage nochmal nachmessen? Welche Waage? Ach, das ist eine Waage! Nein. Bitte. Zeig da drauf, ich bin zu doof. Ja, kann man so nehmen, wa? 2 X. Zwei Milch, nee, ist noch Wahnsinn. Weil Wasser auch nicht, weil das wird ja nicht ein Gramm angegeben. Das ist in einem Kartoffelpuffer. Ein kleiner Spoiler, du brauchst nicht aus dem Kühlschrank. Ja, dann wird es ja noch schwieriger. Dann hätte ich fast noch gesagt 2 Eier. Eine halb große Zwiebel. Gramm Mehl und 125 Gramm Zucker. Okay. Bei den X'en, also das Rezept. Achso, da durchlesen, oder wie? Auch ganz normal. Die X, den X und X unter die X rühren. Ah ja. Die X und die X schälen. Ich brauche 2 Sachen zum Schälen. Zwiebel. Das ist die halbgroße X. So. Ich habe keine Ahnung, die frische. Extra eingekauft. Oh. Warte mal. Die Kartoffeln und die Zwiebel schälen und reiben. Den. Du hast vorhin wohl noch nicht zugehört. Warum? Ich habe gesagt oder wollte sagen. Das Rezept ist bis auf die X unverändert. Das heißt, da ist der Käse und der Speck auch noch in der Anleitung mit drin, den du einfach ignorieren musst. Ei. Hast schon Stift da. Sonst lese ich das in 2 Minuten nochmal und denke mir, was ist das? Den Käse. Nee, die, da steht die. Die Käse. Nee. Die
die Zwiebel, den und unter die Kartoffeln rühren. Und alles mit seinem. Ich mach das jetzt einfach so. Was muss ich machen? Schälen. Und reiben. Scheiße, genau. Ah ja, das braucht man unglücklich. Also für das Rezept habe ich eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde. Ja, du hast ja auch keine Xe da drin. Ja doch. Wenn ich das Papier so nehme, stehen genauso Xe da. Ich schäle mich. Kann ich auch nicht so machen. Ei! Ah, Vollprofi am Werk, wa? Immer doch. Warum ist die grün? Ja, hier sieht es mal wieder aus. Man sieht, dass die Oliven mal wieder hier in der Küche ist. So. Nummer 1. Kartoffel steht hier in der Küche, aber sonst eigentlich nicht. Nee. Nur heute. So. Ob es den Sturz aushält. Die hat einen Fehler. Ja, guck dir das an, was ist das? Eine Kartoffel. Ich habe aber keinen Fehler. Sind eure Katzen Staubsauger? Nee. Ei! Bam, bam, bam. Dann werde ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Kartoffelpuffer machen. Geil. Das ist natürlich echt schlau, hier diese Schalen wieder auf die fertigen drauf. Jetzt kommt der Oschi. Jetzt geht die Welt unter. Warum? Keine Ahnung, du sagst das mit dem. Nicht der Ossi. Oschi. So. Gut. Ei. Ei. Oh Gott, was hab ich denn gemacht? So. 6 geschälte Kartoffeln. Nein, 500 Kilo X. 500 Kilo. 500 Gramm. 500 Gramm X. Joa. Kommt das nächste. Die Zwiebel. Geht weg von meiner Zwiebel. Die ist schon geschält. Nee, da muss die obere Haufen weg. Ja, die ist ja weg. Nein. Das da muss unten weg. Das da. Oder? Ja, wie gesagt, die, also die wird ja schon geschält. Die haben wir ja schon benutzt. Heute. Okay, ich brauche eine Reibe. Wie gesagt, das sollte nicht so schwer zu finden sein. Oh Mann, ey, war ich naiv. Sie ist literally vor seiner Nase. Und der sucht jetzt 10 Minuten danach. Hier ein kurzer Zusammenschnitt. Nee. Was soll da nicht so schwer dran sein? Nee. Steht bestimmt gerade da und weint die Reibe, wenn sie weinen könnte. Was? Ich suche so eine Reibe zum Reinreiben. Hä? Hier habe ich nicht wohl. Schüsseln und Deckel. Das sehe ich gerade auch.
hochklappen. Kein Kommentar. Ja. Was ist denn? Fällt es da? Achso, dann fällt es da raus. Ja. Jetzt brauchen wir eine Steckdose. Ja. Nächste Suche, wa? Hä? Das kenne ich von Annika. Nachdem das dann geklärt war, naja, seht selber. Ja, so. Ach nee, halt anders rein. Steck mal die Hand rein. Passiert da was? Versuch. Hä? Nicht wie ein Ochs drauf drin. Achso. Mein erster Kartoffelpuffer. Doppelsaft. Noch ein kleiner Tipp, das Gerät kann auch ein bisschen schneller. Ah. War das bei dir nicht so? Wie nö. Wie nö. Ja! Du hast übrigens gesagt, ich soll das verwenden. Wenn ihr dachtet, dass meine Kopfhörer kurz werden, habt ihr euch getäuscht. Das Ding will mich doch verarschen. Die spritzt mich an! Guckt euch das geile Ding an. Geil. So. Ja. Muss das gleich sauber machen. Mhm. Hi. Kommt da oben. Also ich glaube 2 Stunden kriege ich hin, ja. Okay. Ist das beweglich? Ja. Ja. Mach hier jetzt mal hin, ich hab Hunger. Ja. Ich muss jetzt rühren. Ich weiß, wo ein Rührbesen ist. Haha. Ist das gewesen? So. Als ob ich da jetzt einfach so die Eier rein tue. Sind das überhaupt 2 Eier? Ihr erinnert euch bestimmt, im Rezept steht ja 2x. Oh! Das Geräusch. Das kenn ich dir gut. Natürlich. Welche Angabe ist sonst ohne Stück? Eigentlich nur Eier. Unter die X rühren. Das heißt, ich muss es gleichzeitig rühren und das Ei da rein tun. Warum tue ich mir sowas eigentlich überhaupt an? Und warum schneide ich sowas überhaupt? Habt ihr sowas wie einen Zeber? Ich sehe, er hat dazugelernt. Was? Ah ja, Scheiße. Blub hat's gemacht.
Lass los! Ob das richtig ist oder nicht. Ja, ich hätte gesagt, das ist untergerührt. Jetzt muss ich kurz hier meine. Oh nee! Jetzt muss ich hier kurz meine Samurai aufbauen. So, Salz und Pfeffer. So, jetzt aber. Das kann jetzt echt nicht so schwer sein. Oben an der Abzugshaube haben wir einfach Salz, Pfeffer rumstehen. Also das müsste ja jetzt gut zu finden sein. Ne? Ne? Wieso stellst du mich immer vor solche Aufgaben? Ja, vor solchen. So. Da seht ihr Salz, Pfeffer, Aromat, Maggi, Chili-Pulver, Knoblauchpulver. Einiges, was man halt so braucht, ne? Ich hab fast. Ich hab fast wie mit der Reibe. Du läufst ständig dran vorbei und du siehst es halt. Als ob! Als ob! Verarsch mich jetzt, oder? Aber Juli, auch wenn. Ah! Nein, ich wollte einen Tipp geben. Also nochmal zur Erinnerung, dieses große blaue Ding, das ist Salz. Er hat vorhin schon eins in der Hand gehabt. Keine Ahnung, was der jetzt da treibt. Ja, jetzt brauchen wir einen Löffel. Wie sollst du was überhaupt schmecken? Wie soll ich denn das abschmecken, wenn es roh ist? Ich denke, ob zwei Eier reingehören. Vielleicht sollten auch zwei Stück Schokolade rein. Oder zwei Stück Käse. Zwei Stück Speck. Und die ist leer. Wie schmeckt sowas? Und jetzt? Genießen Sie die Show. Und jetzt wollen wir nachher essen. Boah. Das war fies mit dem Abschmecken. Dann eher noch die. Weil ich wirklich keine Ahnung habe, was ich aus dem Rest schneiden soll, gibt's jetzt erstmal ein paar Minuten so gut wie in voller Länge. Genießt es oder so. Hallo? Die funktioniert auch nicht mit Sprachangabe. Schade eigentlich. Ich glaube, Doppelpuffer schwimmen ja eigentlich in Fett. Nö. Erst ganz zärtlich und dann. Das ist jetzt das fertige Rezept.
die fertige Mischung und die kommt jetzt in den Bratpfanne. Und da kommt da hoffentlich mega lecker Reibekuchen bei raus. Kartoffelpuffer. Oh, ich sehe meinen Untergang schon kommen. Julis Untergang. Ja. Also noch ein furchtbarer Geschmack hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Oh, dauert noch. Was hast du denn gestellt? 7. Ah. Juhu, wie das gleich lauter wird. Drück mal das B. B. Yo! Keine Ahnung, ist das jetzt wahr? Finger rein. Ja, machen wir mal. Wenn es putzt, aus. So. Versuch 1. Soll mein Schutz, Schutz gehen oder? Ich muss aber die Kamera anhalten. Uiuiui. Ja, keine Ahnung, wie viel kommt denn dabei raus? Ob das so richtig ist, ich hab keine Ahnung. Also wir haben nachher Fett mit Kartoffel irgendwas. Sieht da nicht auch irgendein Dampf oder so? Die Frage eines Kochs. Ich ist unten schon komplett schwarz. Nein, das geht nicht. Oder? Oh je. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Man merkt, wie da bei Juli gerade die Panik einbricht. Also es riecht zumindest schon mal nach Kartoffelpuffer. Das ist schon mal was. Ja. Ja. Er hätte noch länger gebraucht. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und da habe ich schon komplett. Eieiei. Mein erster Kartoffelbuch. Ja, das habe ich gerade von meiner Mutter gesagt bekommen. Das ist die allerbeste Pfanne, weil sie klebt. Oh. Ja. Yeah. Ich habe bei irgendeiner anderen genommen. Du hast gesagt, ich soll die weiße nehmen. Keine so große. Ja, aber mein Kartoffelpuffer war ja auch so. Das lernen wir daraus. Nix. Eben. Das sind wir ja bis morgen beschäftigt. Das nachher schmeckt. Ich kann mir erst mal gucken, was ihr so noch als Beilage habt. Also wir hätten Milch. Oh, geil. Milch, Mayo. Oh Gott, guck das mal. Komplett drin hingebrannt. Ich hab direkt in die Pfanne. Echt? Wahrscheinlich später. Nein. Brauchen wir nur mal so viel Öl. Mach mal hier voll. Wie? Ja, du, was soll das werden hier? Ich will ja Kartoffelpuffer haben. Frei. Das wird gebraten nach Kartoffelpuffer. Mein Untergang. Jetzt kann ich meine Bewerbung als Koch vergessen. Hast du jeweils angestrebt? Nee. Sonst wird es ja dieses Format nicht geben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so lange brauchen tatsächlich. Ich hätte gesagt, ich mach's rein und nach einer Minute wendest und fertig. Soll ich gleich mal den ersten. Ach Gott, der klebt da auch dran. Soll ich gleich mal den ersten probieren? Oder probieren wir erst nachher? Ich werde einen probieren. Du? Oder ich? Nee, wir können probieren. Und gewiss noch zu gebrauchen in der Verwaltung. Okay. Meinst du, ob die Eier richtig waren? Ja.
Vielleicht kommt das kein Ei da. Ich hab keine Ahnung, weil roh schmeckt es absolut Hölle. Ja, der ist fertig. Komm mal her. Macht gleich den Boost aus, weil das tut gerade ganz gerade. Ja. War ich den in dem weißen Eimer auch oder? Bist du? Ja. Das ist gerade so recht, oder? Ja, shit. Nimm ihn einfach runter oder schalt aus. Warum? Wir wollen ja echt probieren. Nein! Okay. Ja, wir probieren jetzt. Oder ich. Oh Gott. Doch, mir ist zumindest nicht verkehrt. Ich glaube, da gehören Eier rein. Ja? Und keine Schokolade. Mhm. Oh. Warum blubbert das jetzt so? Hör auf! Das nennt sich Kartoffelstärke. Schmeckt gut. Na, wenigstens das. Auch wenn es nicht schön aussieht, es schmeckt. Magst du es eher kross oder eher? Eher kross. Mhm. Du nicht? Mhm. Eieiei, ich glaube, das wird nichts. Weißt du was? So, jetzt habe ich ein Kreuz. Wie soll ich kochen, wenn ich nichts sehe? Schaumiger! Haben wir da Seife reingeleert oder was ist da los? Ich sehe nichts mehr, weil es so schaumig ist! Lass mal gucken. Da hole ich eins nach dem anderen raus, dann gibt es nachher nichts mehr. Kannst ruhig du zum Abendessen haben, weil ich hab ja. Passt schon. Was, ja. Ja, wie lange sind wir schon dran? Eine ja, Stunde. Wir sind gleich bei einer Stunde. Ich hab dem eine halbe Stunde gegeben. Ich hab gesagt, gib mir eine Stunde. Ja, die Stunde ist jetzt bald vorbei. Das heißt, die Kartoffelmasse muss jetzt roh essen. Ja. Weil die Stunde ist ja dann vorbei. Küche aus. Willst du mal probieren? Nee, du. Das war, boah, den Geschmack habe ich bis jetzt noch drin von der rohen Kartoffel. Boah, ekelhaft. Ja, wann ist das jetzt fertig? Übermorgen. Ei, da bin ich verhungert. Warum wird das so schaumig? Ich sehe gleich, ob das Ding fertig ist oder nicht. Ah ne, das braucht nicht. Ja. Ich denke mal, das reicht so langsam. Na, wobei, ein bisschen geht noch. Ich sehe ein größeres Problem gerade. Oh. Das. Oh. Ei. Oh. Guck mal, wie so ein Crepe. Voll geil.
Oh, 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 oh! Oh! Ei! Hey, Kalamba! Was? Sind Kartoffelpuffer nicht normalerweise nur so? Ja. Aber. Das wird ja wieder viel zu lange dauern, ja? Das ist wie bei den Spätzle. Da machst du halt irgendwann, weil du keine Lust mehr hast, machst du halt solche. Ja. Aber das reicht gar nicht mehr für zwei. Guck mal. Das ist noch einer. Was? Ein Löffel voll. Oder weniger. Zumindest. Ei! Spannend! Oh. Da jetzt irgend so eine Metal-Musik drunter und dann so. Er hat schon Hunger. Ja, ich tu mir das ja irgendwie freiwillig an. Alter, Blöcke. Ei, nein, ich hab noch einen Loch. Der Nick. Und der heult wie ein Pferd. Freudesprünge hier. Nee, jetzt klebt der letzte da. Oh. Aus. Aus. Danke. Ich hätte gesagt, wir probieren jetzt hier mal. Schmeckt ein bisschen nach Ei. Salz und Pfeffer fehlt, glaube ich, auch. Vor allem Pfeffer. Ja. Und Fazit vom Koch. Man sieht, dass ich da war. Also es schmeckt sehr stark nach Ei. Oder wir hätten einfach mehr Kartoffeln nehmen müssen. Aber sonst war eigentlich recht einfach. Ganz annehmbar. Und wir genießen jetzt die Kartoffelpuffer mit nix. Okay, gut. Hätte ich gesagt, das war's erstmal von dem ersten Video. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch gerne wieder ein, weil es kommen noch deutlich mehr Videos hier von Luxemburg. Deshalb auf jeden Fall abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Rezept wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Nee. 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 Nee.